Ja, ich freue mich heute, Matthias hier begrüßen zu dürfen. Er wird uns so ein bisschen etwas über seine Erfahrungen in unserem Embodiment-Training erzählen. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Anna-Karina Heimer, bin die Co-Gründerin der Körpersinn-Methode zusammen mit Katinka Sanchez, bin Embodiment-Coach und Mentorin für Schmerzhelden. Und Matthias, vielleicht steigen wir so ein, dass du einfach mal kurz etwas zu deiner Person sagst und deinem Beweggrund, warum du dich bei unserem Embodiment-Training angemeldet hast. Warum ich mich angemeldet habe, war eigentlich ja, ich war neugierig. Ich war neugierig, weil es ja bei mir einige gesundheitliche, einige persönliche Themen gab und ich war einfach neugierig und auf der Suche sozusagen, wo es denn in irgendeiner Form weitergehen kann. Und ich habe, das hat sich ja auch bestätigt, dass du oder ihr beide zusammen ja Themen auf eine ganz, ganz andere, weniger logische, aber sehr menschliche und positive Art aufnehmt und da habe ich gedacht, das muss ich doch mal genauer angucken, was denn das ist. Und Feldenkrais hat mich natürlich als Mediziner auch schon immer an einigen Ecken eingeholt, aber konkret damit anzufangen, wusste ich natürlich nichts. Also insofern trafen sich da verschiedene Wege. Und magst du einfach mal beschreiben, was dich am Embodiment-Training bei uns begeistert hat? Wie waren deine Erfahrungen? Was hast du erlebt? Ich fange mal bei euch an. Also ich glaube, das Ganze lebt ganz stark auch davon von euren beiden Personen, dass ihr da eine sehr persönliche, sehr wertschätzende, sehr annehmende Art und Weise habt, was auch immer passiert ist. Ob du mein, das war am Anfang war meine Kamera, glaube ich, kaputt, ohne dass ich es wusste. Ich habe ja keine Fehlerquelle, die einem so passieren kann, ausgelassen. Das war schon von den formalen Rahmenbedingungen natürlich super. Und ich fand halt eben auch, ihr habt es super verstanden, die Themen, die die einzelnen Leute mitgebracht haben, dann auch entweder in der gleichen oder halt in der nächsten Sitzung zu integrieren. Da passt natürlich auch dieses Konzept, sich an 2 Tagen mehr oder weniger zu treffen, sehr gut dazu Themen aufzunehmen. Und das Ganze war natürlich auch per Teams für mich oder per Zoom vielmehr, also online jedenfalls eine ganz neue Erfahrung. Da bin ich eher skeptisch. Das fand ich aber auch, dass ihr das sehr gut gelöst habt und euch auch beide sehr gut ergänzt, sehr gut aufeinander eingespielt seid. Darüber hinaus, das ist ja die Körpererfahrung. Also ich bin ja eher, komme ja eher aus der Herz-Kreislauf-Problematik heraus und habe mir ja quasi meine orthopädischen Probleme sozusagen auf dem Weg erworben, passend erworben, wenn man so will. Was genau ist das? Ja, ich habe ja meine Schulterproblematik gehabt nach einem kleinen Sturz und das hat neben der allgemeinen Situation, dass es natürlich super war, zur Ruhe zu kommen, sich zurückzunehmen zu können, sich wirklich gezielt Zeit für sich zu nehmen und da auch auf den eigenen Körper, mit dem eigenen Körper in Resonanz zu gehen. Das ist einfach mal spannend, wenn das so strukturiert und auch über so eine lange Zeit, über mehrere Stunden halt eben passiert und nicht nur auf dem Punkt. Und dann war es auch tatsächlich hier zu merken, was kann mein Körper denn eigentlich so alles? Also mir Signale geben, also funktionell, was kann er natürlich oder was kann er auch vielleicht nicht mehr so gut, aber auch welche Rückkopplung, welche Resonanz kann ich eigentlich mit mir selber gehen und merken, da habe ich eigentlich eine gute Stimme, ein verlässliches Barometer sozusagen, ein Pegelstand, auf den ich mich sehr gut verlassen kann, wenn ich dann auch drauf höre. Und das war halt eben sehr spannend, dass in dieser Körperlichkeit, die ihr ja so Stück für Stück immer entwickelt habt, dass ich da zumindest immer sehr gut gemerkt habe, okay, bis hierhin geht es ganz ohne Probleme, da profitiere ich von. Und es war hinterher tatsächlich wirklich so ein ganz tiefes Gefühl von Ruhe, von Zufriedenheit, aber auch von mehr Beweglichkeit, von jetzt nachdem die Schulterproblematik dazu kam, von ja, einer besseren Beweglichkeit und auch in der Regel unmittelbar später von Schmerzfreiheit. Und deswegen schaue ich natürlich, wie es ab September dann weitergeht für mich. Also das Angebot eurerseits ist natürlich spannend und ich gucke das gerade nochmal mit Terminen durch, hatten wir uns ja auch schon drüber unterhalten und mache das gerne auch mit euch weiter. Ja, schön. Und was mich noch interessieren würde, kannst du mal so ein, zwei Augenblicke beschreiben, wo du so eine deutliche Veränderung gefühlt hast? Du hattest ja auch eben schon gesagt, du hattest auch teilweise Augenblicke, wo du deine Schmerzfreiheit erlebt hast. Ja gut, das war ja zuletzt jetzt nur. Das ist immer so dieses Vorher-Nachher für mich gewesen, wo ich dann gemerkt habe, okay, vorher ging diese Bewegung nicht oder unter Schmerzen, die dann aber danach vollkommen problemlos möglich war. Und das für mich Spannende war halt ganz am Anfang. Ich bin, glaube ich, bei einer der ersten Sitzungen
Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das wirklich jetzt meditativ war oder ob ich wirklich eingeschlafen bin. Ich kann das leider nicht genau für mich differenzieren, auch in anderen Ja. Zusammenhängen. Aber es war dann so, dass ich auf den Punkt irgendwie zum Ende auch wieder da war oder wach war, wie auch immer. Ich weiß es nicht genau, aber auch das hatte so eine Kraft, dann auch eine Erholungskraft. Man kann jetzt böse sagen, ich habe ein bisschen geschlafen. Man kann natürlich auch positiv sagen, das hatte was Meditatives und darüber halt diese entspannende Wirkung. Aber das war jedes Mal halt einfach, das war das für mich eigentlich Spannende, dass ich jedes Mal hinterher wirklich tiefenentspannt einfach war. Egal aus welcher Situation ich kam, es war wirklich, hatte wirklich eine sehr, sehr entspannende Wirkung, die auch über den Tag hinausging. Matthias, du hattest eben öfters das Wort Problem in den Mund genommen in Bezug, als du beschrieben hast, was du so körperlich hast. Wie hat sich deine Haltung deinem Körper gegenüber verändert, dadurch, dass du mit uns den Prozess gehst? Ja, das ist ja glaube ich, eine Entwicklung, die ich jetzt seit längerem schon gehe, die sich mit euch nochmal vertieft hat, zu schauen, dass es dann gute, wie ich vorhin schon sagte, ein gutes Zusammenspiel eigentlich gibt, dass ich mich sehr gut auf meinen Körper, meine körperlichen Symptome, egal ob jetzt Schmerz oder Herz oder ähnliche Geschichten verlassen kann, dass das schon ein Signal für mich ist, dass ich da einfach nochmal horchen muss. Was meint denn mein Körper gerade dazu? Und das weniger als eine Dysfunktionalität zu verstehen. Oh, da kann ich jetzt im Augenblick nicht leisten oder da muss ich drüber weggehen, sondern eher anzuhalten. Was bedeutet das? Und wenn man diese Bedeutung, klar, wenn ich die zumindest für mich klären kann, was ist das jetzt? Ist das Angst? Ist das Schmerz? Ist das manchmal sogar auch ja, Freude auf etwas? Das war ganz spannend, das zu erfahren, dass das auch also positive Aufgeregtheit auch manchmal sein kann, selten zwar, ja, aber immerhin, um da wirklich genau hinzuhorchen und zu merken, ich habe also die Möglichkeiten in mir, ich muss sie halt einfach nur lernen, besser zu nutzen oder darauf zu hören. Das ist eigentlich, ist, glaube ich, das eigentlich das der entscheidende Prozess, der sich da so eigentlich in mir nochmal vertieft hat. Schön. Und das habt ihr auch immer ja sehr gut angeleitet, indem wirklich immer sehr viel Zeit war, für sich selber nochmal zu horchen und für sich selber nochmal zu gucken und auch in Ruhe und auch der Hinweis dann, sich möglichst danach nichts weiter mehr vorzunehmen. Das hat nur in seltenen Fällen geklappt. Irgendwas kam dann doch immer, Ja. auch wenn es nicht geplant war, aber ja. Das Ja. würde ich sagen, ist eigentlich das Spannendste, zu sagen, die Möglichkeiten liegen in mir. Ich kann das eigentlich alles selber mit meinem Körper regulieren. Wenn der also mal vielleicht nicht so will, wie ich mir das vorstelle, ist das nicht unbedingt eine Dysfunktionalität, sondern eigentlich eher ein guter Hinweis, da nochmal genau drauf zu gucken und Dinge nochmal anders oder auch meistens sogar besser zu entwickeln. Das bedeutet nicht unbedingt immer Verzicht oder Sachen sein zu lassen, sondern halt Dinge vielleicht anders, zu einem anderen Zeitpunkt, in einem anderen Setting, vielleicht manchmal sogar intensiver und größer, als es im Augenblick dann eigentlich so kommen zu machen, aber das dann halt auch zum anderen Zeitpunkt, wo es einfach stimmig ist und passt. Du hast jetzt auch gerade so schön so ein anderes Prozessverständnis beschrieben. Und mich würde interessieren, durch die Art und Weise, wie die Übungen ja auch angeleitet sind, wie du das erfährst, also wie diese achtsame Haltung in den Bewegungen dein Leben vielleicht beeinflusst oder verändert. Kannst du dazu was sagen? Die Art der Anleitung, also ich glaube, es hängt ja, wie gesagt, auch an euren Personen, aber natürlich auch an der Art und Weise, wie ihr die Übung anleitet. Das sorgt natürlich auch für, allein schon durch die Wiederholung, dass man sich Zeit lässt, dass man sich Zeit gibt, dass man mehr darauf achtet, wie geht's mir damit. Das ist natürlich für mich selber erstmal ein Punkt, aber es ist auch umgekehrt ein Punkt, der mich natürlich in meiner Arbeit mitunter auch sehr stark beeinflusst. Also, ich habe zwar als Arbeitsmediziner mehr Zeit in der Regel als ein Allgemeinmediziner oder ambulant tätiger Arzt, der zulasten der Krankenkasse arbeitet, mich mit meinen Klienten oder Probanden zu unterhalten. In der Regel sind die Menschen ja gesund, aber es kommen natürlich viele Leute mit auch mit seelischen, geistigen Problemen, psychischen Belastungen, und da auch einfach den Dingen einfach mal mehr Zeit und Raum zu geben, auch zu schauen, auch manchmal das Ruhe oder auch Schweigen manchmal eine probate Möglichkeit ist, und es nicht alles nur immer verbalisiert sein muss, sondern auch einfach auch mit malerischen oder sonstigen Übungen. Das ist ja für, sag ich mal, Humanmedizin eher ungewöhnlich, sich immer zu über oder emotionale Brücken, in der Psychotherapie vielleicht nicht so sehr, aber über emotionale Brücken sich im Thema zu nähern. Und das ist auch
für mich selber sehr wertvoll. Und als Arbeitsmediziner würde mich interessieren, welches Potenzial siehst du darin, dass Menschen Körpersinn oder die Körpersinnmethode erfahren sollten für ihr Leben oder auch für ihren Beruf? Also welche Verbindungen siehst du da? Und da gibt es, glaube ich, ganz viele. Das Grundproblem, würde ich jetzt sagen, was Arbeitsmedizin und Körpersinn sozusagen zusammenbringen kann. Wir sind ja fast alle für die Tätigkeiten, die wir heute wahrnehmen, egal ob das schwere körperliche Tätigkeiten sind oder ob es jetzt das, was ja immer mehr kommt, dass Leute halt ganz lange am PC sitzen oder am Schreibtisch sitzen, sind wir ja so evolutionär eigentlich gar nicht gestrickt, ja, sondern mehr dafür, durch die Steppe zu gehen und Beeren zu sammeln und aufzupassen, dass uns keine Schlange beißt und ähnliche Geschichten. Wer macht das, ja, heutzutage noch? Und deswegen glaube ich, dass so wie ihr arbeitet, da ja Menschen mitgenommen werden können, die Probleme und Leiden haben, aber natürlich auch präventiv die Leute, die halt noch keine Themen haben, gut abgeholt und mitgenommen werden können. Oder ich sage jetzt mal eine Firma, wenn man das jetzt im Sinne eines Unternehmens macht, dass sich eine Firma Zeit nimmt oder den Mitarbeitern Zeit gibt, Zeit schenkt, Zeit bezahlt und versteht, diese Zeit, diese 2, 3, 4 Stunden, wie viel es auch immer nun sein mögen, sind keine verlorene Zeit, ist nicht Zeit, wo man sozusagen viel Geld auf den Tisch legt, ohne dass man hinterher dafür einen Gegenwert hat, sondern ganz im Gegenteil, dass das zwar nicht unmittelbar auszahlt, mehr oder weniger, aber auf die lange Sicht, dass die Mitarbeiter halt nicht alle mit 50, 55, 60 sozusagen in die Knie gehen, sondern dass die halt fit bleiben und das halt eben nicht nur körperlich dehnbar, sondern halt eben auch geistig aufnahmefähig. Welche Bälle würdest du verbal formulieren wollen? Was macht Körpersinn aus? Vielleicht so, wo du mit so 3, 4 Bällen jetzt mal jonglieren würdest. Das eine ist tatsächlich ja die Arbeit mit dem eigenen Körper und Körper meint jetzt Seele und Körper zusammen in einem, das ist mal das eine. Der andere wesentliche Faktor, wie ich gerade schon sagte, ist, glaube ich, Zeit. Also die Zeitdauer, sich Zeit zu geben, also sich selber Zeit zu geben oder die Menschen, die bei euch mitmachen, denen Zeit zu geben, sich da reinzufinden, einzuarbeiten, für sich selber sich auch Zeit zu nehmen und sich selber auch anzunehmen. Ich glaube, das sind wirklich die großen Punkte. Das sich selber annehmen, Zeit annehmen, den Körper als Partner, nicht als Gegner, den man in irgendeiner Form weiter zu Höchstleistungen über Schmerzgrenzen hinaus antreiben muss. Ich glaube, das sind eure Bällebäder. Ja, genau, super. Genau, was würdest du Teilnehmern empfehlen, die jetzt sich noch am Entscheiden sind, ob sie bei uns das Embodiment-Training machen möchten? Also, welche 3 Geschenke können sie erwarten, die sie mitnehmen? Sollen es auf jeden Fall machen, weil sie haben zwei sehr gut aufeinander eingespielte, sehr sympathische und sehr kundige und achtsame Trainerin. Es bringt, für mich war die Entwicklung der Langsamkeit sozusagen sowohl für körperliche Themen, aber auch halt eben auch für geistige Themen ein wichtiger Punkt. Und ich glaube einfach, es macht Sinn, mit viel Vorlauf und Nachlauf sich wirklich da feste Termine zu verankern. Also auch da habe ich für mich nochmal im Zeitmanagement eigentlich sozusagen nochmal dazugelernt, auch im Allgemeinen. Und online geht es halt auch sehr gut. Das hat mich halt eben auch überrascht. Und es war ständig eigentlich eine lebendige Entwicklung des Ganzen, auch wenn es langsam war in vielen Punkten. Aber ich glaube, gerade dadurch gab es eine Tiefe, eine Intensität, die man sonst halt so gar nicht erreicht hätte. Und ich glaube, das sind gute Punkte, ist auf jeden Fall mit euch zu probieren. Ich bin mir sicher, wer probiert, bleibt dabei. Super, danke, Matthias. Wie würdest du in 2, 3 Sätzen die Körpersinn-Methode beschreiben? Also ich kann das ja nur basierend jetzt auf den Erfahrungen mit euch tatsächlich machen. Da würde ich sagen, es ist ein sehr menschenzugewandtes, sehr körperzugewandtes, sehr ja fast schon spirituelles Verfahren, Möglichkeit, halt Wege zu sich selber eigentlich zu suchen, zu bahnen, zu erhalten, wie wo auch immer man sich gerade befindet. Und natürlich für die Menschen, die halt tatsächlich eine Schmerzproblematik haben, so wie ich mit meiner kleinen Schulterproblematik, da auch diese Themen gut therapeutisch bedient zu wissen, außerhalb jeglicher pharmakologischen Therapie. Das war schon ganz spannend, dass man, oder dass ich zumindest in meiner Situation mit der Arbeit mit meinem eigenen Körper auch meine Schmerzproblematik zumindest punktuell oder für einen gewissen Zeitraum lösen konnte.
Vielen, vielen Dank, Matthias, dass du dir heute die Zeit genommen hast, über deine Erfahrungen aus unserem Embodiment-Training zu erzählen. Ja, bald findet ein nächstes Embodiment-Training statt und wir freuen uns über jeden Menschen, der gerne mit uns den Weg gehen möchte. Ob du Schmerzen verlernen möchtest, ob du mehr Beweglichkeit suchst oder einen neuen Umgang mit herausfordernden Themen in deinem Leben. Katinka und ich, wir freuen uns, dich zu begleiten. Du triffst auf eine sehr inspirierende Community und Gruppe. Und ja, alle Informationen findest du auf unserer Homepage und auch hier im Text findest du auch alle Infos, die du brauchst, um mehr darüber zu erfahren. Wir freuen uns auf dich. Thank you.